Wir erreichen Nancy nach circa 5-stündiger Autofahrt. Unser Hotel befindet sich gleich am Bahnhof und ist mit 179 Euro die Nacht das teuerste des gesamten Urlaubs und das hässlichste. Aber die Lage ist halt günstig. Schnell erreichen wir von hier das Zentrum, die Place Stanislas, ein UNESCO-Weltkulturerbe. Das Ensemble aus dem 18. Jahrhundert haben wir dem letzten Herzog von Lothringen zu verdanken. Die Minoritenkirche wurde 1477 von Herzog René II. Gebaut. Sie dient als Grablege der Herzöge von Lothringen. Die Kathedrale im Barockstil wurde zwischen 1703 und 1742 errichtet. Am nächsten Morgen geht es weiter nach Troyes, der historischen Hauptstadt der Champagne. So hässlich das Hotel in Nancy war, so gut gefällt uns das Hotel Chambre in Troyes. Bevor wir uns nun aber die Stadt anschauen, stärken wir uns in einem Restaurant am Kanal. Auf dem Weg zur Kathedrale kommen wir am ehemaligen Armenkrankenhaus vorbei. Die Kathedrale im gotischen Stil wurde im 13. Jahrhundert gebaut. Die schöne Westfassade wurde allerdings erst im 17. Jahrhundert vollendet. Thank you.
you see?